da haben wir ganz spannenden Case. Der Case, wer kennt ihn? Fertig. Ich bin selber ein begeisterter Nutzer von Fertig. Da. Ist wirklich super, praktische App. Also du machst ja nachher noch mehr Werbung. Ich will jetzt auch nicht so zu viel Werbung machen. Nein, ich finde es sehr spannend, eben warum haben wir diesen Vortrag, diese Kombination. Es geht darum, aufzuzeigen, wie ist die Politik, wie ticken die Gerichte und jetzt eben aber quasi, wie tickt die IT-Digitalisierungswelt. Und da finde ich sehr spannend, mal nicht jetzt irgendwie einen großen, in dem Sinn, Firmenvertreter zu haben, sondern ein kleines, noch kleines, innovatives KMU. Du bist ehemaliger Manager von der SBB, kannst du mir ja noch ein paar Sachen sagen zu deiner Geschichte, hast dich dann eben quasi losgelöst von diesem großen Schiff und hast ein Schnellboot gebaut und das werden wir jetzt kennenlernen. Vielen Dank, dass du da bist. Wer in diesem Saal hat ein GEA? Okay, und wer in diesem Saal würde gerne mit demselben Komfort ÖV reisen, wie die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade aufgestreckt haben? Also ungefähr der Rest. Hä? Das ist genau der Grund, warum es Fertig gibt. Jetzt, mein Name ist Gian-Matthias Jugan, ursprünglich Physiker, dann in der Beratung, dann, wie Matthias gesagt hat, 10 Jahre bei der SBB, wovon 5 Jahre als Vertriebschef. Habe ich dann vor 5 Jahren selbstständig gemacht, zuerst beratend und dann Fertig aufgebaut. Ich komme darauf, was sich dahinter verbirgt. Warum sage ich das alles? In dieser Laufbahn verbirgt sich auch die Wandlung vom Hardware-Freak zum Software-Unternehmer. Wenn Sie wollen, vom harten Sieg zum Weichei, aber vielleicht ist das ja auch gerade umgekehrt. Nun, wenn man in Europa oder auch in der ganzen Welt über den Schweizer ÖV spricht, dann kommt in der Regel das da. Ach, wunderbar, das ÖV-Paradies schlechthin. Oder was haben wir da? Wunderschöne Strecken, pünktliche Züge, sogar die Tunnels sind sauber, die Bahnhöfe sowieso und die Trams können auf Wasser fahren. Das ist der ÖV Schweiz, wie er lebt und lebt. Nun, als ehemaliger Verantwortlicher für das Ticketing der SBB, ich war sozusagen der oberste Billettverkäufer der Schweiz in dieser Funktion, muss ich zerknirscht aber zugeben, dass im Ticketverkauf dasselbe Chaos herrscht wie überall sonst auch. Ticketautomaten, die niemand versteht, geschweige denn liebt. Lange Schlangen an den Schaltern, Verkauf bei den Busfahrern, die dann den Fahrplan wieder kaputt machen, respektive die Zeit, die das braucht, macht den Fahrplan kaputt natürlich. Und dann sagen wir mal, ja, Tarifsysteme mit überblickbarer Einfachheit. Das ist ein Grundproblem, das übrigens die Schweiz nicht alleine kennt, sondern das haben alle. Weil wenn man irgendwie eine gewisse Ergiebigkeit, heißt das im Fachjargon der ÖV-Preise haben will, nämlich Geld rausholen, dann muss das eine gewisse Komplexität haben, weil sonst ist man dann bald beim Nulltarif. Nun, über lange Jahre hat die SBB an diesem Thema eigentlich unter stark hardwarelastigen Bedingungen gearbeitet. Was schon lange klar ist, eigentlich wollen die Leute ja kein Ticket kaufen, die wollen fahren. Oder der Ticketkauf, auch wenn das als Vertriebschef der SBB einem zum Teil wehtat, ist eine notwendige Hürde, kein lustvoller Akt. Die Leute wollen schließlich von A nach B kommen und eben das Ticket kaufen ist im Idealfall ein notwendiges Übel. Das Losungswort hieß für lange Jahre Be In, Be Out oder der erste Projektname Ende der 90er Jahre hieß Easy Ride, ein eigentlich erfolgreiches Pilotprojekt, das dann an den Kosten gescheitert ist. Ich habe dann das in meiner SBB-Zeit nochmal aufgenommen und nochmal den hardwarelastigen Ansatz aus allen Winkeln beleuchtet. Der hätte ungefähr so funktioniert. Der Kunde oder die Kundin steht ja an der Haltestelle.
Er hat da hier eine Karte, die etwas groß, das hätte eine aktive Karte sein müssen, Batterie und so weiter drin. Aber im heutigen Wording hätte das ein Swiss Pass Plus werden können, der nicht nur Abo kann, sondern auch Einzelfahrten. Der Kunde steigt ein. Die Karte, die ja selber auch Hardware ist, die kommuniziert mit einer Einheit im Bus. Der Bus sendet das zu einem zentralen Backend. Dann fährt der Bus an den nächsten Haltepunkt. Wieder gibt es einen Kontakt, die dem zentralen Backend sagt, Kunde XY, respektive seine Karte war da. Dann steigt der Kunde aus, der Bus meldet das wieder dem zentralen Backend und dann kriegt der Kunde eine Monatsabrechnung oder bezahlt das dann auf alle Fälle im Nachhinein auf irgendeine Art und Weise. Das Problem mit dieser ganzen Geschichte war, und deswegen ist sie auch auf die lange Bank geschoben worden, durchaus gegen meinen Widerstand übrigens, ich war da flammender Verfechter dieser Lösung, aber das Kernproblem dieser Sache war das da. Jetzt fährt der Bus noch weg. Das hätte 300 Millionen Franken gekostet für die ganze Schweiz, vermutlich eine defensive Schätzung, wenn man ehrlich ist, und hätte rund 10 Jahre gedauert, weil man jedes einzelne Fahrzeug im öffentlichen Verkehr hätte anfassen müssen. Und das ist einerseits technisch eine große Herausforderung, aber politisch noch viel mehr, weil wir reden da von rund 240 Verkehrsunternehmen mit weit über 10.000 Fahrzeugen, die man da hätte anfassen müssen. Und selbst mit dem Fortschritt der Technik ist das immer noch ziemlich aufwendig. Nach ein, zwei Jahren Beratungstätigkeit, dann nach meiner SBB-Zeit, hat mich das Thema aber nicht losgelassen. Und gleichzeitig kam der Trend zum Mobile Ticketing rein. Und dann haben wir uns eigentlich rein gedanklich mal gesagt, okay, was muss wahr sein, damit wir so nahe wie möglich an dieses Be-in-Be-out-Ideal kommen, aber für unter 1 Million in unter einem Jahr. Und das ist letztlich das Gedankenexperiment, das zu fertig geführt hat. Das Resultat ist das da. So funktioniert es fertig oder nochmal auf den Punkt gebracht, starten, fahren, stoppen, fertig. So funktioniert das und Sie kriegen den besten Preis auf Ihr Zahlungsmittel abgerechnet, wenn Sie das so nutzen. Jetzt, wie sind wir eigentlich jetzt vorgegangen? Nach dieser Erfahrung mit, du hast gesagt, großer Tanker SBB ist natürlich so, IT-Budget des Vertriebs der SBB jährlich gegen 100 Millionen Franken. Und manchmal denkt man, ja, es ist erstaunlich, wie wenig man mit so viel Geld bewirken kann. Durchaus selbstkritisch sage ich das. Nicht, möchte da nicht meinen ehemaligen Kollegen als Beibiesle, wie man so schön sagt. Jetzt, was war entscheidend, damit das eigentlich hat gelingen können? Dieser Umstieg von der Hardware-Lösung auf die Software-Lösung, respektive diese 1 Million in unter einem Jahr. Und ein Kern war sicher ein schrittweises Vorgehen. Wir haben den Verlauf eigentlich zu diesem Be-in-Be-out hier unten in 5 Schritte unterteilt. Zuerst eine
einfacher Weg, um ein Zonenticket in einem Verbund zu kaufen. Gab es damals noch nicht, gibt es heute zuhauf. Dann Check-in, Check-out, das heißt, der Kunde macht etwas am Anfang und am Ende der Reise und hat die ganze Tarifkomplexität ausgelagert an die Systeme. Dann Check-in, Assisted Check-out, das nennen wir das Verfahren, wenn der Kunde am Schluss der Reise eine Warnung kriegt, falls er seinen Check-out vergessen hat. Dann Check-in, Be-out, wo dieses Check-out dann vollautomatisch passiert aufgrund von Daten, die wir kriegen, und dann die perspektivische Ideallösung, dass das vollautomatisch sozusagen mit dem GA-Komfort für alle funktioniert. Wir stehen heute mit Fertig übrigens zwischen diesen beiden Punkten. Wir machen schon sehr viel automatisiert, aber die Warnung spielt hier noch eine wesentliche Rolle. Also einmal aufteilen in Schritte, was da entscheidend ist. Und übrigens, das sehen Sie immer wieder, oder? Das ist und war eine Beraterfolie. Zunächst mal mehr Breite als Tiefe, typisch Berater, oder? Ich war ja auch einer, darum darf ich das sagen. Aber das Entscheidende ist dann, man muss es natürlich auch noch tun, was es jetzt in diesem Fall gelungen ist, gilt leider nicht für jede meiner Beraterfolien. Zweiter Punkt auf diesem Slide, also der Titel des Vortrags eigentlich, Software statt Hardware. Einerseits nutzen wir nur Daten, die wir aus den Mobiltelefonen der Kunden sozusagen rausquetschen können. Das ist übrigens nicht nur die Ortung, sondern das sind auch Aktivitätserkennungsdaten, wie sie für Jogging-Apps beispielsweise gebraucht werden. Damit erkennen wir, ob jemand zu Fuß unterwegs ist und können dann solche Elemente der Reise wieder rausfiltern, weil sie eben nicht tarifrelevant sind. Hingegen verzichten wir ganz konsequent auf irgendwelche Einbauten, sei es in die Fahrzeuge, sei es an Haltepunkten des öffentlichen Verkehrs. Das gibt diverse solcher Systeme im Ausland, die in Holland oder in Dänemark oder in London zum Beispiel mit Schrankensystemen und Karten. Und da reden wir von Milliardeninvestitionen bezüglich Hardware, die da gemacht werden müssen. Also wäre noch teurer, sowas in der Schweiz zu machen, als die ursprüngliche B-in-B-out-Lösung auf Kartenbasis. Das Software statt Hardware, aber auch hier unten, vielleicht weniger direkt naheliegend, wir versuchen auch sehr viel auf den eigenen Systemen mit eigener Logik und mit Machine Learning zu machen. Und verzichten, wo immer es geht, auf Direktanbindungen mit irgendwelchen Drittsystemen. Für uns das relevanteste Beispiel sind Echtzeitfahrpläne. Alle Verkehrsunternehmen haben auch Echtzeitfahrpläne, nämlich also nicht die sogenannten Soll-Fahrpläne, sondern die Ist-Fahrpläne. Gibt manchmal bekanntlich Abweichungen. Wenn wir aber diese Ist-Fahrpläne alle anbinden müssten, hätten wir einen riesen Aufwand, um Interfaces zu bauen. Das ist das eine. Und zweitens haben die nicht dieselben Verfügbarkeitsanforderungen wie wir. Für die Kundeninformation ist, sage ich jetzt mal, 97%. Ziemlich gut, oder? Wenn die Anzeige da an den Tafeln zu 97% stimmt, dass der Bus in 2 Minuten oder in 5 Minuten oder was auch immer kommt, es ist vernünftig. Oder da in mehr Zuverlässigkeit zu investieren, wäre ungünstig. Hingegen Ticketing zu 97%, egal ob das zugunsten oder zu Lasten des Kunden passiert, ist einfach nicht, keine sehr gute Idee, sagen wir es mal so. Plus ist dieser zweite Punkt auch extrem entscheidend für Geschwindigkeit. Je weniger wir anbinden müssen für jeden Einzelnen, desto schneller können wir mit dieser Lösung vorwärts machen. Schließlich der letzte Punkt, und der war in unserem Fall sicher einfacher, als das im Großunternehmen wäre. Im Großunternehmen bin ich aber überzeugt, dass er auch möglich ist und möglich sein muss. Und das ist die grüne Wiese. Es ist wunderbar, ein IT-System auf der grünen Wiese bauen zu können oder sogar zu müssen. Und das haben wir auch konsequent gemacht mit einer Architektur, die modern aufgebaut ist. Ein paar Stichworte, Microservices-Architektur, also jedes Element der Kette ist einzeln aufgebaut und kann einzeln ausgetauscht werden. Dann Continuous Delivery, das heißt, wir können ständig Updates einspielen, ohne dass wir die ganze Kiste abschalten müssen.
Und dann das Ganze auch cloudbasiert, ist auch schön auf diesem schönen Bild aufgezeigt. Natürlich ein Riesenvorteil, gerade als Startup. Man kommt da an Verfügbarkeiten ran, die man im eigenen Serverraum schlicht unmöglich sind. Und hier einmal so ein bisschen die Vergleiche zwischen, was ich damals bei der SBB auf dem Hof stehen hatte. Wir hatten Verfügbarkeiten, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber extrem weit von den 99,8% entfernt, die wir über die ganze Betriebszeit von Fertig die letzten 3 Jahre hatten oder 2,5 Jahre hatten. Das ist das eine. Das andere, bei der SBB gab es damals 2 Releases pro Jahr. Riesenkisten. Oder? Und wenn man mit gewaltigen Risiken, oder dass man sämtliche Vertriebssysteme auf denselben Zeitpunkt oder in derselben Nacht umstellen musste, ein Rollback, unmöglich, weil zu viel Abhängigkeiten miteinander bestehen. Also da waren alle nervös und sehr oft auch berechtigt, hat dann zu Ausfällen geführt. Ich sage, es ist nicht toll, als Vertriebschef der SBB zu wissen, meine 1500 Ticketautomaten funktionieren nicht. Ja, ist unangenehm und ehrlich gesagt hat man dann relativ wenig Handhabe, das kurzfristig zu ändern, wenn man da in seinem Büro sitzt. Jetzt zum Vergleich, das waren 2 im Jahr, ich glaube, heute sind es 8 im Jahr. Wir fahren bei Fertig 2 pro Tag, also 2 Releases pro Tag. Und das zeigt auch, wie viel mehr Geschwindigkeit wir einerseits reinbringen können in die Entwicklung, das ist das eine, aber auch wie viel weniger Risiken, oder? Das sind alles so Mikrodinger. Da ändern wir ein paar wenige Zeilen und wenn es nicht funktioniert, 2 Minuten später Rollback und wir sind wieder am richtigen Ort. Also man hat gleichzeitig eine Erhöhung der Geschwindigkeit, aber auch eine riesige Reduktion der Risiken. Diese Punkte mal kurz zusammengefasst. Schrittweises Vorgehen statt Big Bang. Dann Software statt Hardware, wie es im Titel stand, Machine Learning statt komplexe Vernetzung und dann grüne Wiese statt bebautes Gelände. Jetzt, soweit könnte ja noch alles Theorie sein, aber was hat es uns faktisch ermöglicht zu tun in den letzten 3 Jahren? Wir sind am 28. April 2016 mit diesen 3 mutigen auftraggebenden Gebieten gestartet. Die haben uns das Vertrauen gegeben und wir haben damals direkt sind wir mit dieser Lösung live gegangen. Und dann, wenn wir jetzt uns vor Augen führen, wie das gewesen wäre, wenn wir jedes Fahrzeug in den entsprechenden Gebieten hätten ausrüsten müssen, war die Entwicklungszeit effektiv programmiert wurde 4 Monate, bis wir da waren. Also das war eine ziemlich schnelle Angelegenheit. Dann sind wir schnell gewachsen, respektive konnten neue Gebiete dazunehmen. Das ist Juni 16, dann August 16, Dezember 16, Juni 17, September 17 und Dezember 17 und schließlich seit dem 1. März diesen Jahres sind wir in der gesamten Schweiz verfügbar. Das heißt, Sie können von jedem ÖV-Haltepunkt in diesem Land an jeden anderen ÖV-Haltepunkt in diesem Land mit Fertig fahren und kriegen die optimale Kombination von Tickets abgerechnet. Und nochmal, das mit 10.000 Fahrzeugen umbauen, schlicht unmöglich, sowohl technisch als auch politisch. Das zum Software statt Hardware. Machine Learning, was hat uns das gebracht? Hier ist für mich das eindrücklichste Beispiel die Entwicklung der sogenannten vergessenen Checkouts. Oder ein großes potenzielles Ärgernis ist, dass die Leute vergessen und dann zu viel zahlen oder allgemein ein schlechtes Gefühl haben mit dieser Lösung. Das hat sich so entwickelt, das ist eine inzwischen nicht mehr verfügbare Konkurrenzlösung im Ausland, die hatten 5% vergessene Checkouts. Das ist sehr ärgerlich für den Kunden, der das nutzt oder die Kundin und natürlich ein riesen Kostenfaktor, weil jeder dieser Fälle führt zu einem Kundendienstfall und Kundendienstfälle sind etwas nicht anstrebenswertes aus beider Seiten Sicht, weil sie sehr viel Kosten und Unzufriedenheit verursachen. Wir sind dann mit 3% gestartet im ersten Betriebsmonat, dank einer ersten Version dieser Checkout-Warnung. Und dann sehen Sie, wie schnell das ging. Das ist in erster Linie
Logik plus Machine Learning. Inzwischen sind wir bei rund 1% relevanter vergessener Checkouts. Das heißt, Checkouts, bei denen dann effektiv, oder vergessener Checkouts, bei denen ein falscher Preis rauskommt. Weil wir im Hintergrund dann eben rausfiltern, okay, da ist die Person stationär im Hörsaal gewesen oder ist zu Fuß gegangen und so weiter. Und ein Promille heißt, ja, das ist schnell gerechnet, eine von 1000 Fahrten. Und für eine individuelle Kundin oder einen Kunden heißt das, typischerweise sind das Gelegenheitskunden, das ist einmal, also das sind 50 Fahrten im Jahr vielleicht, also 20 Jahre. Und ich sage immer, ja, bis dann haben wir das auch noch im Griff, bis das sie zum ersten Mal statistisch gesehen dann trifft. Nun, das zum wie jetzt die Lösung aussieht und jetzt doch noch ein bisschen etwas zum Beschaffungsthema, respektive was aus jetzt Sicht eines Geschäftes, wie wir es betreiben, entscheidend ist. Was wir da tun, ist eigentlich Ticketing as a Service. Ups, das ist, etwas Wichtiges habe ich vergessen. Die Kunden lieben das. Mal 8 in einem Jahr. Das sind die durchschnittlichen Tagesumsätze. Inzwischen sind wir bei über 30.000 Franken im Tag, die wir an Tickets umsetzen, wobei mich natürlich die Wachstumsrate noch mehr interessiert als die absolute Zahl heute. Was wir betreiben, ist Ticketing as a Service. Eine spezielle Form der Software as a Service. Software as a Service Gedanken. Und was vielleicht etwas anders ist als in vielen Fällen, dass eigentlich der Auftraggeber, das sind die Verkehrsunternehmen typischerweise von uns, nicht die sind, die eigentlich am Schluss entscheiden, ob unser Produkt gut ist. Das machen nämlich die Endkunden. Und jetzt kann da ein riesen Pflichtenheft aufgebaut werden mit diversen vermuteten oder realen Kundenbedürfnissen. Aber am Schluss zeigt der Markt, ob das gut ist, was wir da tun oder nicht. Und selbst für uns wäre es unmöglich zu sagen, wie die Ideallösung in 5 Jahren aussieht. Weil wir wissen nicht, was technologisch kommt, wir wissen nicht, wie sich die Kundenbedürfnisse genau entwickeln und was quasi alles möglich wird. Entsprechend war es extrem wichtig, dass wir ein Modell gefunden haben, was eigentlich hauptsächlich diese 3 Punkte umfasst, nämlich ganz wichtig, eine Gleichrichtung der Interessen von uns als IT-Provider und den Verkehrsunternehmen als Auftraggeber. Dann eine kundenorientierte Weiterentwicklung eigentlich ermöglichen, ohne dass man von Anfang an festgeschrieben hätte, wie die dann aussieht, weil das niemand weiß, was vernünftig ist. Und dann als eigentlich letztlich Konsequenz davon ein sehr schlankes Pflichten- respektive eher Zielstellungsheft, mit dem wir arbeiten konnten. Wie haben wir das gemacht? Die Gleichrichtung der Interessen, eigentlich relativ simpel. Wir haben eine Beteiligung am Umsatz. Die ist deutlich kleiner, als was sich die Verkehrsunternehmen untereinander an Provisionen zahlen. Aber wir haben einen direkten Anreiz, mehr Umsatz drüber zu holen. Das heißt, wir sind nicht in der klassischen Falle, dass wir irgendwie super günstig anbieten und dann nachher unser Geld via Change Requests verdienen müssen, sondern wir haben ins Modell eingebaut, dass wenn wir besser werden, kundenorientiert besser werden, dass wir dann auch mehr Geld dafür kriegen. Das sichert eben genau diese kundenorientierte Weiterentwicklung. Und als Vorbedingung dazu ist dieses sehr schlanke Pflichten- oder Zielstellungsheft, respektive einfach was quasi als Kernpunkte in den Verträgen steht, die wir mit unseren Auftraggebern haben. Gut. Das einigermaßen der Überblick über diese Sache, Ihnen als quasi mit dem Einkauf zum Teil Betrauten, möchte einfach mitgeben, was extrem, glaube ich, wichtig ist zu bedenken in vielen dieser Digitalisierungsthemen. Nicht meinen, man könne sagen, was in 5 Jahren die richtige Lösung ist. Was man viel eher kann, ist zu sagen, wie sieht die Lösung aus, dass sie gut ist, wenn sie in 5 Jahren da ist? Nämlich, welche Ziele erreicht sie? Und ich glaube, das ist ein entscheidender, aber auch sehr schwieriger Punkt. Also ich behaupte nicht, dass das einfach sei.
So oder so. Mit unserer Technik wollen wir eigentlich Fairtech, was sehr skalierbar ist, was Sie gesehen haben, in die Welt hinaustragen und damit den Menschen an immer mehr Orten auf der Welt ermöglichen, was die Luzerner schon seit 2016 können. Und das ist das da. Er macht's schon. Sie auch. Er sowieso. Und sie macht's ganz neu. Einsteigen, aussteigen, fertig. Und schon reise ich zum fairsten Tarif der Schweiz. Jetzt zum Downloaden. In diesem Sinne, ich habe fertig. Vielen Dank.